Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja hier in diesem Lager, wo 4 Personen den Weg in ins Amazonas gesucht haben, um die Medizin von den Yabuwakas zu bekommen oder die Informationen, wie man Medizin daraus macht, weil sie ja nie krank werden. Und da sind ja auch noch eine Frau, ein Mann und ein Kind auf die dazugestoßen. Das Lager ist verlassen. Was mit denen passiert ist, weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht auch im Laufe des Spiels noch herausfinden. Das würde ich schon gerne wissen. Einer von denen ist ja schon getötet worden von den bösen Eingeborenen. Was mit den anderen ist oder war, werden wir hoffentlich noch herausfinden. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen. So, wir fackeln jetzt nicht lang. Wir müssen, glaube ich, nach Osten war das. Gell? Ich gehe noch mal ganz kurz spicke. Ich habe schon gegessen, geschlafen und alles. So, genau, Richtung Osten. Wenn der Norden oben zeigt. Hä? Warte mal. Ja, Norden zeigt oben. Also Richtung Osten. Wir gehen Richtung Osten. Ah, einmal drehen. Osten hier entlang. Und ich steck fest. Ich soll nicht gehen. Ich soll hier bleiben. Nee, hier bleibe ich bestimmt nicht. Nein, 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 nein. Ah. Soll ich die mitnehmen, falls ich nochmal eine Magenverstimmung bekomme? Jetzt bin ich wieder zu schwer. Och, Mann. Kann ich da ein bisschen Holz? Ja, ein bisschen Holz weg. Ja. Das haben die ja schon gebaut. Was ist das? Ein Schneckchen. Für meine geistige Gesundheit. Oh, shit. Ich habe das gegessen. Bin ich doof. Ich hätte es einsam. So geht's auch. Ach ja. Was soll's? Eine rohe Schnecke gefuttert. Lecker Schmecker. Osten, ich bin richtig. Eins nehme ich von denen mit. Ah, oh, das habe ich wieder gesehen. Och, Mann, 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 Mann. Ich wollte es doch einsammeln. Einfach mit E einsammeln. Genau so. Und nicht anders. Nicht anders. Wie sieht's mit. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich nicht gesund an. Was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Ich hoffe nicht ein Kaiman. Den brauche ich jetzt wirklich nicht. Boah, ich steck fest. Oh, was ist das? Das ist bestimmt ein fetter Kaiman. Das sind diese Pflanzen, die man auch essen kann. Hier komme ich nicht hoch. Nicht, dass der mitten bei mir im Weg ist. Passt doch auf, wegen Schlangen und Spinnenmädle. Ich muss bestimmt da hoch. Das war bestimmt ein Kaiman. Ja, ich muss da hoch. Da führt ja schon ein Weg hoch, oder? Ja. Was ist das? Gar nichts. War nur ein Blatt. Nur ein Blatt. Es ist auch keine Höhle. Also kein Skorpion. Ich höre das halt schon wieder. Geht er ja weg. Ich habe keine Lust jetzt auf den Kampf. Da hoch. Da gehen wir nicht hin. Da führt der Weg. Schön ausgeschildert. Ja, super schön. Ah, doch, schön ausgeschildert. Ja, genau hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Nee. Oh, hier. Bist du oben? Ja, du bist oben. Noch mal eins hoch. Das ist aber eigenartig. Naja, da gehen wir noch mal eins hoch. Und ich bin wieder dreckig. Och, meine. Mach dich doch nicht so dreckig, Kerl. E. Nee, F Richtung E. So rum war das. F drücken Richtung E. Wo komme ich jetzt hin? Das ist die große Frage. Dich brauche ich jetzt nicht. Ich habe mehr als genug Maden. Das sage ich jetzt und nachher dann fehlen sie mir. So, hier entlang. Da ist ein Schweinchen.
hoffe, das ist das Einzige, was hier rumläuft. Das Schweinchen kann da durch, dann kann ich auch hier durch. Richtung Osten. Jo, zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Schön, dass ich nicht hier allein durch muss. Pass doch auf, welche Schlange. Na, guck mal, das Schweinchen rennt immer noch vor mir her. Ich tu dir nichts, keine Angst. Ich nehme dein Fleisch nicht. Du bist mir eh zu schnell. Muss ich darüber bestimmt, gell? Eh, ja. Wir gehen einfach mal rum. Das ist es bestimmt auf der Zeichnung. Vielleicht ist diese Insel damit gemeint, diese kleine. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Komme ich da überhaupt weiter? Oder stecke ich jetzt hier fest? Ich stecke hier fest. Kann ich den denn einsammeln? Also da komme ich nicht weiter. Also muss ich wieder zurück. Oh. Da runter. Ich gehe nochmal über den Baumstamm drüber. Wie komme ich jetzt hier runter? Was ist denn der Baumstamm jetzt hin? Da. Fall mir ja nicht runter. Presst hier noch alle sämtliche Knochen. Ich habe keine Lust nochmal zum Keimann zu gehen. So, wir gucken nochmal. E ist geradeaus da. Soll ich hier runter gehen? Da unten, da komme ich nicht nur noch. So, da ist auch, glaube ich, Schweinchen entlang gelaufen, gell? Süßes kleines Schweinchen. Uah, da sind Ameisen. Schönen großen Bogen drumherum. Genau, warte auf mich. Ich bin nicht so schnell wie du, mein kleines Ferkelchen. Führst du mich auch zum Wasser? So, und jetzt stecke ich wieder fest, oder was? Ist da irgendwie ein Haken? Da ist kein Haken. Eieiei. Genau, hier. Hier runter. Hier komme ich nicht nur noch. Ich muss wieder rum. Vielleicht die andere Seite. Warte mal gleich sehen. Bogen um die Ameisen. Ne, ich gehe da nicht hoch jetzt. Ich gucke jetzt erstmal hier entlang. Ich hier runterkommen. Ich lasse es. Ich lasse es. Ich bin so voll. Guckst du mal. Ha, ich habe schon Übergewicht. Das wird nix. Ein Wasser bräuchte ich. Ich muss mich waschen. Ich bin dreckig. Komme ich jetzt hier irgendwie runter? Oder irgendwie weiter? Das war nur ein Stick. Nur ein Stick, Mickey. Da ist der Weg. Ja, ich habe halt ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Oh, ho, ho, ho. Was haben wir hier? Erforderliche Gegenstände. Was steht da? Kletterrüstung. Wo finde ich jetzt eine Kletterrüstung? Tagebucheintrag. Erkunde das verbrannte. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte, finde einen Weg zur Zemote hinabzusteigen. Ja. Wo finde ich jetzt eine Kletterrüstung? Eine Kletterrüstung. Oh je. Und ich sehe hier halt gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich bin 28,24. 8. Ne, hier entlang. Hier. Das ist. Da sehe ich nichts. 28. Ich bin total im verbrannten Gebiet. Blind laufe ich und muss eine Kletterrüstung finden. Wo will ich jetzt eine Kletterrüstung hier finden? Ich gehe mal diesen Weg entlang. Da ist eine Schlange mitten im Weg. Dort. Habe ich noch Fleischplatz? Ja, das könnte hinhauen. Fleisch kann ich nehme hier vom Vogel. Ich esse lieber einen Vogel anstatt eine Klapperschlange. Und die Federn? Raus.
Ah, was will ich mit so viel Federn? Oh, ich bin immer überladen, überladen, überladen. Was kann ich denn noch wegschmeißen? Das ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Wo ist sie? Die krabbeln nämlich so schnell. Ah, ja. Dann trink was. Wir machen erstmal das hier leer. Kann ich das irgendwie ummodeln? Nee. Nicht wirklich, gell? Aber das hat's ja gebracht. Ah. Und von denen habe ich auch viele, gell? Ach, das brauche ich auch nicht mehr. Voll ohne Ende. So Kletterrüstung. Ich muss eine Kletterrüstung finden. Ich habe keine Ahnung, wo. Fängt die Suche wieder an im Amazonas-Dschungel. Ameisen. Nicht aufgepasst. Da war. Wir gehen mal zurück zu diesem Weg hier. Da muss uns doch irgendwo hinführen. Weil das sieht ja schon so einladend aus. Wo bin ich denn jetzt? Das ist das Flugzeuggebiet, oder? Da wollte ich eigentlich hin. Es hat mir Richtung Osten gezeigt. Und dann, naja, da sind wir halt jetzt andersrum hier. Wo sind wir denn? Ja, das bringt mir nichts. Ich habe keine Karte. Aber vielleicht finde ich hier eine Karte und einen Kalender. Das wäre schön. Zum Speichern. Ich gucke nachher, lese nachher und höre mir die Dialoge dann an. Erstmal gucke, ob ich irgendwo einen Kalender finde. Oh, die Musik, die gefällt mir nicht. Hier ist ein Kalender. Ja, wir machen Slot 2. So, gespeichert haben. Oh, Dosenkäse. Das passt mir noch rein. Ach, schade, da habe ich nichts. Bett zum Schlafen habe ich hier. Ich dachte, ich hätte was gehört. Habe ich hier irgendwo Wasser, wollte ich sagen. Muss ich irgendwas essen? Ein bisschen könnte ich was, dass ich leichter werde. Was esse ich? Denn habe ich irgendwas Verderbliches hier? Ich habe halt so viel Krimskrams wieder mit. Ich mache mir erstmal irgendwo ein Feuer. Wo kann ich mir ein Feuer machen? Wo ist was Schönes, Überdachtes? Da ist halt so viel jetzt, dieses Arenal zum Durchsuchen. Deswegen suchen wir uns irgendetwas Überdachtes für ein Feuerchen. Ist auf der anderen Seite was? Nee. Könnte ich hier vielleicht irgendein Feuerchen machen? Da drunter vielleicht. Was ist das? Das ist nix. Nee, da nix. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung, was das ist. Ich wollte ein Feuer machen, bevor ich hier erkunde. Da drunter vielleicht hier unter der Treppe. Ich hoff's. Ein Herd. Feuerchen? Nee. Doch, 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 da hat es ganz kurz angezeigt. Aber das ist zu weit weg. Von da komme ich nicht richtig ran. Das kannst du vergessen. Würde das hier gehen? Nee, das ist doof. Das ist doof. Hier vielleicht. Irgend so ein kleines Dächle. Ein kleines nur. Aber vielleicht regnet es hier nicht so viel. Da seid ihr halt auch nichts. Nee. Ja, dann machen wir es halt in der Bamba mitten rein. Werde mal sehen, wie oft das Feuer schon halt ausgeht. Was quatschelt denn da? Sind das die Schweinchen oder was? Also ein bisschen Holz sammeln.
Hier, ich nehme das hier mit. Ich habe halt hier kein Wasser, gell? Um mich sauber zu machen. Das ist ein großes. Das lade ich erstmal hier ab. Das kann ich nicht mitnehmen. Boah, ich bin so schwer wieder. Ich kann kaum laufen. Top, 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 top. Ich sehe halt auch nicht, ob ich nichts mehr vorher hingesetzt, ob da irgendwo Wasser ist, weil ich ja keine Karte habe. Tut mir leid, mein Lieber, ich überanstrenge dich gerade total, ich merk's. Ist nicht meine Absicht, aber wir müssen ein Feuerchen machen fürs Fleischle. Ja, nom 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 nom, dop dop dop. Hier hinten war es, gell, ja. Dich nehme ich auch noch mit. Dass er schwer zu tragen hat. Dass er sich dann sein Steak, sein Ara-Steak gönnen kann. Das war ein... War das ein Gelbbrust, den wir jetzt eingesammelt hatten? Oder war das jetzt so ein roter? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht besser so. Vogel. Wir bezeichnen das Tier nur noch als Vogel, dass wir das auch dann essen. Und wir geben ihm keinen Namen und wir werden auch nicht die Tierart. Weil, das muss nicht sein. Es fällt dann halt einem schwerer dann zu essen. Zack. Jetzt habe ich schon wieder was. Zieh. Bestimmt wieder Blutigel. Uah. Uah. Ist ja Wahnsinn. Ups. Sammeln. Ist da hinten ein bisschen Wasser? Lass mich mal kurz gucken. Das reicht bestimmt nicht aus, dass ich mich sauber mache. Oh, ich dachte, das ist eine Schlange gerade. Habe ich gerade einen Schreck gekriegt? Käse aus Käse. So eine riesen Anaconda halt, gell? Aber ich glaube nicht, dass es hier Anacondas im Game gibt. So, dich nehme ich mit. Auf der einen Seite würde ich mir wünschen, dass es jetzt halt regnet, gell? Weil ich mich waschen müsste. Auf der anderen Seite mache ich mir ja gerade ein Feuerchen. Von dem her wäre es dann halt blöd. Ich hoffe nur, dass ich nur Schweine hier habe. Und nichts Größeres. Ein Kätzchen oder so. Oh ja, du Armer. Ich weiß. Ich weiß. Du hast es doch gleich geschafft. Ich habe gar nicht geguckt, ob es hier Betten gibt. Nicht, dass der mir in Ohnmacht wieder fällt. Und dann habe ich wieder diese Würmer in mir. Müsste ich mir ein Bettchen bauen. So, ich gucke jetzt erstmal nach einem Bett. So. Doch nochmal ganz kurz hier durchgucken. Da habe ich ein Funkgerät. Da habe ich Tee. Oh, ich bin voll. Was habe ich hier? Militärration. Passt die mir noch ein? Oh Mann, ich bin zu voll. Ich habe hier kein Bett, gell? Muss ich mir noch ein Bettchen bauen? Nee, doch, hier habe ich ein Bett. Siehst du, ich habe ein Bett. Hatte ich nicht gesehen. Doch, hatte ich. Du hast es wohl gesehen. Du hast es sogar gesagt. Oh. So, wir machen mal ein Feuerchen. Ich würde nämlich gern diese Militärration mitnehmen. Weil die hält bestimmt länger. Ne, bin ich bedeppert. Zack, das war falsch. Handbohrer, den wollte ich nämlich benutzen. So, wenn ich dann das... Papageienfleisch esse, dann könnte ich eigentlich Platz haben für die Militärration. Na, es wird enge. Ich habe echt wahnsinnig viel. Hier, für was brauche ich diese? Die könnte ich auch... Was kann ich mit denen denn herstellen? Habe ich das jetzt gegessen? Keine Ahnung.
Diese Blumen versuche ich dann nachher zu essen. Habe ich eigentlich noch ein Stück Fleisch? Nee. Die versuche ich dann mal zu essen, weil ich habe keine Ahnung. Aber ich speichere vorher ab. Nicht das, was passiert. So. Nicht, dass es anfängt zu regnen. Dann ist mein Fleisch nicht gegart. So, jetzt hören wir uns mal an. Mia, Mia, ich du habe eine altes Landebahn Garn hörst du? gefunden. Fantastisch, worauf wartest du noch? Ruf über Funk, Hilfe! What are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on Das it. mache ich gleich. Ah, du machst das bestimmt nicht gleich. Wir quartieren uns erstmal hier ein bisschen nämlich ein. Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr, was ich wollte. Da habe ich ja alles schon durchsucht. Habe ich hier irgendwas zum Lesen? Hier habe ich gar nichts zum Lesen. Ja, guck mal, wie es hier ausschaut. Hier könnte ich ein bisschen Eiweiß vertragen. Dann essen wir gleich das. Oh, das stört. Ach so, genau. Ich wollte speichern, um diese Lotusblüte zu probieren. So, jetzt mal gucken, was da passiert. Ich habe keine Ahnung. Zweimal Lebensmittelvergiftung und 5 Kohlenhydrate. Ah, ich krieg. Das ist interessant. Naja, ich habe aber keine Lebensmittelvergiftung. So viel mal dazu. Passt die hier rein? Ja. Was ist das hier? Ein Radio. Ein Radio mit Kassette. Kassettenrekorder. Stöbern noch ein bisschen hier rum. Ich bin nämlich neugierig. Da sind auch noch welche, auch noch irgendwas. Bierflaschen. Oh nee. Nee, 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 nee. Nix kann ich ja, Schagei. Keine Ahnung, ja, Schagei. Ich will dich jetzt nicht hier haben. Ich weiß auch nicht, wie viele von euch da sind. Wo muss das jetzt sein? Ich will das nicht. Wenn ich schlafen gehe, gehen die dann weg? Ich wollte dahinter gucken, was da ist. Da ist gar nichts. Ich bräuchte ein bisschen Wasser. Kann ich mich hier waschen? Nee, das ist zu wenig. Wo geht's denn hier entlang? Oh, das ist ein Weg, den gehe ich aber nachher. Den gehe ich jetzt noch nicht. Ich muss erstmal hier am Landeplatz was machen. Und Rukorae muss ich loswerden. Ah, da komme ich nicht durch, stecke ich fest. Hinter hier habe ich gar nichts mehr, gell? Nee. Da will ich noch hingucken, aber da ist Mr. Yashage. Mysteriöser, geh da weg, bitte. Sing dein Lied woanders. Ich fass dich nicht an und du mich nicht. Und dann ist alles wunderbar. Die Tür kann man nicht zumachen. Funkgerät hier. Kein Signal. Repariere das Funkgerät. Hahaha. Was brauche ich dafür? Finde einen Weg zu Kenote Linab. Was? Hinabzusteigen. Ach so, finde einen Weg zur Kenote hinabzusteigen. Ruf Hilfe mit dem Landebahnfunkgerät. Na super, wie funktioniert das? Wie tue ich das denn reparieren? Wie soll ich denn das reparieren? Passt mit hier noch rein? Nee. Das wollte ich doch noch einpacken. Passt mir auch nicht rein. Sag mal. Wie sieht es mit meinem Fettgehalt aus? Das sieht noch gut aus. Dafür brauche ich jetzt die Nuss nicht. Wie soll ich ein Funkgerät reparieren? Ich habe keinen Plan. Vor allem hier mitten im Dschungel. Im Amazonas. Mit Mr. Yashage. Da ist ein Bett. Da schlafe ich nicht. Ich schlafe auf diesem einen schönen Bett. Da muss irgendwie was sein. Ich muss also Funkgerät reparieren und was finden zum Klettern. Ich laufe mal jetzt da hin.
Da sind Pilze. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich lasse dich am Leben, kleines Schweinchen. Ich habe mehr als genug zum Essen. Ich kann noch nicht mal alles aufheben. So viel Essen habe ich dabei. Viel zu viel. Mal kurz da hingucken. Also hier geht es nicht weiter. Oh, aber schönes Bild. Guck dir mal. Wunderschön. Ja. Und Wasser habe ich auch keins. Ich sollte auch meine Töpfe mal rausschmeißen, wenn es regnet. Kann ich die hier essen? Tabak. Ich kann ihn nicht essen, Mensch. Ich dachte, die kann man essen. Ich bin voll. Ich habe echt gedacht, ich könnte die verfuttern gleich, damit hier was geheilt wird. Vielleicht muss ich doch da hoch. Aber ich wollte dahinter gucken, aber Mr. Yasha geht da. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen. Vielleicht geht Mr. Yasha weg. Die singen aber auch immer das gleiche Lied. Das ist bestimmt eine Warnung. So ein Kriegslied, Ritual. Ich werde es aber nicht fragen. Ich werde nicht anklopfen, ich werde nichts machen. Das letzte Mal ging es ja ganz schön böse, nämlich auch in die Hose. Ich habe die Töpfe vergessen. Aber es regnet nicht. Regnet es? Meine Töpfle rausschmeißen, mein Feuer ist bestimmt aus. So, mitten auf dem Feld schmeiße ich dich raus. Ich habe einen einzigen Topf. Wie sieht es hier aus? Ja, Durst. Das wird, denke ich mal, ein Problem. 17 habe ich nur noch. Was fehlt mir noch? Eigentlich von jedem ein bisschen. Ich esse eine Nuss. Das war bestimmt meine letzte jetzt. Ah, das hat hier Platz. Guckst du mal. Was bräuchte ich noch? Nee, im Moment brauche ich gar nichts. Sei doch mal ein bisschen sparsam damit. Ich hoffe, dass Mr. Yasha weg ist. Ich hoffe nicht, dass er dahinter weiter singt. Ich höre nicht. Er scheint weggegangen zu sein. Es regnet. Und ich habe halt nur diesen einen Topf. Wo ist denn dieses Hütle? Hier. Hier wollte ich rein. War ich nicht da schon drin? Habe ich da nicht schon geguckt gehabt? Nee, hier war ich noch nicht drin, gell? Repariere das Funkgerät. Große Klasse. Na super. Schlüssel. Oh. Wo will ich da einen Schlüssel finden? Einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Da müsste dann bestimmt irgendwo drinnen sein. Kann es mal bitte anfangen zu regnen? Das wäre ganz lieb. Ich müsste mich nämlich auch waschen. Ich habe hier drin aber keinen Schlüssel gesehen. Ich habe hier keinen Schlüssel gesehen. Wir speichern mal ab. 3. Dann kann man die Schubladen hier aufmachen. Kann ich das jetzt aufheben? Jetzt geht's. Ja, die kriege ich nicht auf. Da ist kein Schlüssel. Was ist das? Nix. Da
Da ist Electricity, die nicht funktioniert. Da ist nur ein Schlitz. Irgendwo auf dem Regal. Kann ich dich jetzt aufheben? Ja. Was soll denn der Schlüssel sein? Da ist nichts. Ist da was zum Lesen? Nee. Da hat noch einer gespielt. Wo soll ich jetzt einen Schlüssel hier im Amazonas-Dschungel finden?